Jetzt zum zweiten Mal mit Gewalt der Paul Harreus. Das ist nicht sein Spiel. Ärgert sich sicher über den Verlust des Aufschlagspieles gerade. War die Möglichkeit mit 5:2 davon zu ziehen. Ja, jetzt muss er sich voll konzentrieren, damit ihm das nicht ein zweites Mal passiert. Verlust des Aufschlags. Mit dem Lob war er zuletzt sehr erfolgreich, Paul Harreus. Der allererste hat nicht funktioniert, alle anderen haben gesessen. Etwas zu lang die Rückhand. 40-0. So, und jetzt muss er wirklich aufpassen, der Paul Harreus, 40-15. Wieder, wie ich meine, ein klein wenig verschlafen, diesen Vorsprung auch nach Hause zu bringen. Macht er dann vielleicht doch zu wenig gegen einen Stefan Edberg, der immer wieder seine Chance sucht. In solchen Situationen der deutlich agilere der beiden ist. Ein klein wenig mehr riskiert. Geht er zu viel und Paul Harreus schafft es dann doch wieder in Führung zu gehen. 5-4. Seinen Gegner in Verlegenheit zu bringen und vielleicht den Satz zu entscheiden. Hat eine Möglichkeit. Aha. Habe ich gerade noch seinen Lob gelobt. Dann sowas.
Die Fehler häufen sich doch bei beiden Spielern. Richtig dumme, richtig unnötige Fehler. Ein Spiel, das im Moment davon lebt, dass zum einen Stefan Edberg auf dem Platz ist, der hier sein letztes Grand Slam Turnier bestreitet. Vielleicht ja sein letztes Spiel. Hier schauen wir mal auf den Nebenplatz. Pete Sampras, auch er wird heute noch zum Schläger greifen. Ganz junger Edberg-Fan. Eine Stunde 19 Minuten hat es gedauert bis zum ersten Fußfehler, der ersten Fußfehlerentscheidung eines Linienrichters gegen Stefan Edberg. Aber das ist er längst gewohnt, dass solche Entscheidungen oft auch zu ungünstigen Zeitpunkten kommen. Noch ungünstiger wäre es natürlich im Tiebreak gewesen, den er mit diesem Punkt erreicht hat. Dritte Tiebreak, den die beiden gegeneinander spielen. Auch hier Vorteil für Stefan Edberg. Beide gewonnen, beide zuvor. Und in der Tiebreak-Bilanz, Sie sehen es in diesem Jahr, da Edberg mit einem kleinen Plus, 11:9, während Karl Harhaus ganz klein wenig im Minus steht. Aufgepasst, damit gerechnet, dass dieser Vorhandpassierball wieder kurz cross gespielt wird von Paul Harhaus. Ja, und da gut zu erkennen, der Schläger nicht weit genug geöffnet. Gute Chance für Edberg. Vergeht.
erste Ass des Paul Harreus im zweiten Satz. Ganz wichtiges. Wieder einer dieser wirklich dummen, vermeidbaren Fehler. Aber eigentlich nicht im Spiel des Holländers. Der kleine Vorsprung dahin. Beziehungsweise der kleine Vorteil. Noch liegt er ja vorne. Zittert Stefan Edberg, zweimal die Linie getroffen, dann den ersten getroffen, immer sicher gespielt hier, fast zu sicher. Er wollte halt unter allen Umständen den Fehler vermeiden und es ist ja gut gegangen. Drei beide Seitenwechsel. Er hat natürlich den kleinen Vorteil, ja es ist ein recht großer, sogar den ersten Satz gewonnen zu haben. Satzverlust würde ihm für ihn nicht so viel bedeuten. Während Paul Harreus weiß, 0:2 gegen Stefan Edberg. Es ist nicht unmöglich, aber ganz, ganz schwer aufzuholen. Setzt er den. Wie immer der Tiebreak auch eine Sache der Nerven und des Glücks. Glück zuerst für Stefan Edberg mit der Netzkante. Ja, Glück sicher auch, dass Paul Harreus da die Nerven verliert und den Lob ins Aussetzt. Der zu weit. Zweites Mini-Break gegen Paul Harreus. 5:4 Führung, Stefan Edberg und der hat zweimal Aufschlag.